Nach übereinstimmenden Medienberichten hat auch das wieder funktioniert. Das ist ja unglaublich. Jetzt hoffen wir nur, dass das letzte Set hier auch funktioniert und noch einen guten Spieler drin hat. Ich bin gespannt. Drückt die Daumen, würde ich sagen. Und damit öffnen wir das 50k-Set. Ich bin gespannt. Bitte, eine dicke Sternschnuppe. Es dauert lange. Das ist normalerweise ein ganz, ganz gutes Zeichen. Oh, scheiße. Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Und zur nächsten Episode der 7 Minute Quads. Wir sind heute wieder am Start und es geht darum, dass ich mal wieder Packs habe, und zwar aus der Weekend League letzte Woche. Und die werde ich jetzt in diesem Video öffnen und darum Team bauen. Allerdings kennen wir meine Elgato und dementsprechend weiß ich noch nicht, ob man wieder mal was sehen wird oder ob das Bild wieder wie immer verpixelt. Wir werden es trotzdem versuchen und ich hoffe, euch gefällt. Wenn ja, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da in der Videobeschreibung links. Zu IG Vault 6% Rabatt mit dem Code MAXGAMINGTV für eure Münzen. Dazu selbstverständlich zu meinem Merchandise. Auch das könnt ihr gerne auschecken. Herrlich, MGT Army oder auch das MGT. Einfach nur so. Established 2012. Ja, 4 Jahre sind wir mittlerweile schon dabei. Oder ihr könnt meine Social Media Links auschecken. Vor allem Instagram und Twitter. Wichtig, auch wenn ihr meine Karrieremodi mitentscheiden wollt. Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, gehen wir mal in den Shop. Unten habt ihr gerade nochmal gesehen, den Wary Me fällt mir gerade mal so ein. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Mittlerweile schon ein bisschen her, dass wir das Video zusammen gemacht haben. Ich packe den Link nochmal in die Videobeschreibung rein, dass der, den ich das Pink Slip gemacht habe. Und checkt das auf jeden Fall nochmal aus. Den Kollegen Marcel mit seiner Freundin in den Kanal. Würde ich mich darüber freuen, wenn ihr da vorbeischneiden würdet. Ihr seht dann nochmal den Namen. Checkt das einfach mal aus auf YouTube. Wie gesagt, Link auch in der Videobeschreibung. Und hier haben wir noch das letzte 7 Minute Squad. Das war ja auch mal gar nicht so schlecht eigentlich. Auch wenn wir ja diese unfassbar geile Episode hatten mit diesem unfassbar geilen Ausgang. Wer es nicht gesehen hat, sollte auf jeden Fall auschecken. Im aktuellen Team of the Week haben wir einige geile Spieler drin. Wir haben allerdings natürlich selbstverständlich auch noch die Movember ja, Sachen, beziehungsweise die Movember Spieler in den Packs. Das heißt beispielsweise ein Zlatan Ibrahimovic, ein Alexandre Lacazette, einen Blaise Matuidi. Also ziemlich, ziemlich geile Spieler. Und vielleicht ziehen wir ja einen davon. Das wäre auch ganz cool. Ob ihr seht, ist da nochmal eine andere Frage, weil naja, die Elgato halt. Aber ich werde das erste Pack mal machen, dann werde ich das zweite Pack, das dritte Pack wieder separat aufnehmen und gucken, ob es geklappt hat. Wir haben 2 Megasets und ein seltenes Spieler, also ein 50k-Set. Die letzten Male war es eigentlich immer ganz okay. Ich bin gespannt, wie es diesmal werden wird und ich hoffe, dass wir da was Gutes drin ziehen und eine dicke Sternschnuppe bekommen. Ja, das erste Megaset ist schon mal scheiße. Da haben wir nämlich keine dicke Sternschnuppe und gar nichts, sondern Domenico Berardi, den ich in meinem aktuellen Team drin habe für die Weekend League, das ich eventuell mal präsentieren werde. 82er Rating, dazu Kabay und Bruma. Ich glaube, Kabay ist, denke ich mal, auch nichts wert. Ja, das war ein ziemlich wackes Pack. Es wäre bitter, wenn ihr nur das sehen könntet und die anderen beispielsweise nicht. Aber wir werden mal schauen. Ey, das ist ja unglaublich. Das erste Set hat funktioniert. Hoffen wir mal, dass es bei den anderen Sets auch so sein wird. Ein Megaset und seltenes Spielerset haben wir noch. Ich hoffe, dass die ein bisschen besser werden als das erste. Schauen wir mal rein. Zweites Megaset mit Marco Reus vorne drauf. Bitte eine dicke Sternschnuppe. Die ist schön dick. Das gefällt mir sehr gut. Spanischer Zehner von Real Madrid. Es wird Isco, also ein 84er Rating. Nicht das krasseste. Kann ich aber auf jeden Fall mit leben. Ist schon mal gar nicht so schlecht. Wäre auf jeden Fall ein Spieler, um den ich gerne ein Team baue. Muslera und Kovacic. Wieder nicht Modric. Ich könnte kotzen. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat auch das wieder funktioniert. Das ist ja unglaublich. Jetzt hoffen wir nur, dass das letzte Set hier auch funktioniert und noch einen guten Spieler drin hat. Ich bin gespannt. Drückt die Daumen, würde ich sagen. Und damit öffnen wir das 50k-Set. Ich bin gespannt. Bitte, eine dicke Sternschnuppe. Es dauert lange. Das ist normalerweise ein ganz, ganz gutes Zeichen. Oh, scheiße. Flaggen, Flaggen, Flaggen. Mesut Özil. Nein, warte mal. Belgien. Wer ist Belgien? Courtois! Wer ist Belgien? Thibaut Courtois, ein Walkout-Spieler. 89er Rating, das Beste, was ich bisher gezogen habe. Es kann eigentlich nur verpixeln. Es kann nur verpixeln. Aber Thibaut Courtois, ich hätte mich mehr über Hazard gefreut, aber das ist der beste Spieler, den ich bisher gezogen habe. Was für eine fette Sternschnuppe. Und noch Süle! Was ist das für ein geiles Set? Bitch, please, das ist ja mal richtig herrlich. Süle in Form, 84er Rating. Der ist nichts wert, ist mir aber egal. Und dazu noch Thibaut Courtois, der immerhin für 50k geht. Digga, nice. Das war doch mal richtig herrlich. So, Freunde, also, ich war ja schon genervt, ne, dass das mit dem Pack wieder nicht funktioniert hat. Dann habe ich aufgenommen, war genervt, weil ich das zweite Mal hintereinander wieder durch einen Schuss, ich hatte 19 Schüsse, er hatte einen Schuss. Ich habe wieder unentschieden gespielt in der 90. Ich habe es im Spiel angekündigt, dass Higuain das Tor machen würde in der 90. Habe ich in der 38. oder so gesagt. Es ist passiert. Das Schlimmste aber in der ganzen Sache, die Elgato hat die Aufnahme verkackt. Obwohl ich kein Pack-Opening gemacht habe. Wahrscheinlich war es doch die Nachwirkung von der Pack-Opening-Aufnahme oder sowas. Ich glaube, ich hatte die Software auch nicht mehr neu gestartet. Auf jeden Fall beschissen.
Das Ding ist, ich habe jetzt Courtois schon verkauft. Süle habe ich noch und ich habe auch den Isco noch, deswegen bauen wir um die beiden jetzt das Team. Aber ich kann natürlich jetzt nicht die gleiche Formation nehmen wie gerade und ich kann auch nicht das gleiche Team bauen wie gerade, weil dann ist der Sinn von den 7-Minute-Squads irgendwie so ein bisschen dahin, finde ich zumindest. Könnt mir gerne eure Meinung in meine Kommentare schreiben. Auf jeden Fall war das Team, was ich gemacht habe, weil ich möchte euch zumindest erzählen, weil es war eigentlich ein ziemlich, ziemlich cooles Team, während ich hier gerade schon mal die Uhr auf den Timer stelle. So, im Tor Courtois, dann hier Zuma und Masuaku, Rechtsverteidiger Piszczek, dann hatten wir hier Vogt, hier hatten wir Bueno, Alberto Bueno, Cacela González, Gabbiadini und Callejon. War ziemlich geil, hat leider Gottes das Tor nicht getroffen, beziehungsweise, Alter, Butland Lone, der hat mir das war die Hölle. Der hat so kranke Reflexe, ich hätte es euch so gerne gezeigt, aber kann ich ja leider nicht. Deswegen jetzt ein anderes Team, andere Formation. Müssen wir mal schauen, was ich jetzt für einen nehme. 4-5-1 habe ich noch gar nicht gespielt dieses Jahr, deswegen machen wir das jetzt mal. Vielleicht kommt da was Cooles bei rum. Ich werde mich auch beeilen, ne? Ich kann no regrets oder no hier Pause oder sowas. Geiles Englisch. Normalerweise bin ich in Englisch echt gut. Ich werde so schnell wie möglich das Ganze machen. Auf geht's. 7 Minuten Zeit. Ich denke mal, die brauchen wir nicht. Ich bin mir relativ sicher, die brauchen wir nicht. Erstmal einen Innenverteidiger und im Idealfall einen von der TSG aus Hoffenheim. Und da habe ich schon eine Präferenz. Und zwar ist das der Kollege Scheer. Ja. Fabian Scheer. Genau. So. Zack. Sehr schön. Das war schon mal der erste Fail. So kann es weitergehen, würde ich sagen. Ich habe übrigens nach Spielern von meinem lieblingsbelgischen Verein gesucht, von Genk. Und ja, lustigerweise ist das tatsächlich der Fall, wo Leon Bailey spielt, den wir ja im Gladbach-Karrieremodus unter anderem haben. So, hier haben wir Scheer. Der nicht mehr ganz so krass aussieht wie bei Basel beispielsweise noch. Haben wir schon mal einen Strongling. Das heißt Süle. Wir brauchen jetzt erstmal einen Rechtsverteidiger aus der Schweiz. Und da habe ich auch schon meinen Plan. Und zwar nehmen wir da einfach den Kollegen Lichtsteiner. Zack. So. Alles klar, rechtes Mittelfeld, brauchen wir jetzt einen Spanier aus der Serie A und dann nehmen wir einfach Callejon, den habe ich ja gerade auch schon gehabt. Ah, kommt er direkt? Nee, kommt er nicht. Wobei, müssen wir Callejon nehmen, wir können auch einen anders nehmen, theoretisch, wen können wir denn mal nehmen? João Mario Sala, Widmer, Honda, ich würde gerne im Verein gucken. Ich würde gerne meinen Vereinsjoker ziehen. Das mache ich jetzt auch einfach mal. Ansonsten nehmen wir halt doch wieder Callejon. Normalerweise würde ich den jetzt nicht nehmen, aber wäre so gesehen auch kein Problem. So. Serie A. Berardi. So. Ach komm, nehmen Callejon. Das passt schon. So, da kommt hier Lichtsteiner hin. Ich mach's wieder im Dream Squad, dann geht's nämlich noch schneller. Habe ich nicht im Verein, aber das ist nicht so schlimm. So. Dann kommt hier Scheer hin. Süle. Der braucht noch einen Linksverteidiger aus der Bundesliga. Am besten einen mit einem Link einfach in die BBVA. So, warte mal. Passt das? Ne, das passt nicht. Was mach ich denn hier? Ich hab schon wieder vollkommen verquere Gedanken gehabt. Warte mal. So, wir machen das. Ich glaube trotzdem nicht, wie ich mir gedacht habe. Ich habe wirklich verquere Vorstellungen. Egal. Isco, dann packen wir hier einfach den Kollegen. Den packen wir da hin. Den packen wir da hin. Jetzt bin ich wieder raus. Wir können nicht wieder einen spanischen Schirmer nehmen. Ja, Guaspas war in der letzten Episode erst. Wir nehmen jetzt einen. Einen 10. Ja, ein 10er aus der BBVA einfach. Klappt das? Ich hab schon wieder 2-0 Fenerbahce. Guck mal, am Schöner Freistoß wahrscheinlich. Oh ja. Yeah. Das war ein sehr schicker Freistoß. Ich wollte gerade sagen, wenn's. Okay, ach, scheiße. Jetzt komme ich hier komplett raus, weil mein Plan nicht funktioniert. Zumindest nicht Nolix Wasted. Also, hätte ich die Miete natürlich funktioniert, aber nicht Nolix Wasted, wenn wir ja wollen. So, Share. Zack. Jetzt wollte ich hier eigentlich einen Perfect Link hinnehmen. Kann ich jetzt aber nicht. Das heißt, ich könnte natürlich jetzt Toni Kroos nehmen. Haha. Wenn er mal nicht ungefähr 7 Milliarden Coins kosten würde, dann wäre das auch eine ernstzunehmende Option. Aber Kroos kostet nun mal so viel. Ja, was nu? Gut, man könnte es jetzt mal andersrum versuchen. Gibt es einen Linksverteidiger? Ich werde es nicht in der Zeit schaffen, glaube ich.
Und das ist natürlich geil jetzt nach der großen Presse so, ja, weil ich das Team im Kopf quasi schon fertig hatte, aber halt wieder mal einen Fehler gemacht habe. Es gibt keinen, aber der ist kacke. Ja gut, okay, es bringt ja jetzt alles nichts. Dann nehmen wir jetzt einfach einen... Können keinen spanischen zentralen Mittelfeldspieler nehmen, weil dann hat Süle, dann hat Scher zu viel für ihn. Könnte ich einfach einen anderen Schweizer Innenverteidiger nehmen aus der Bundesliga. Einfach mal Scher entfernen, das wäre vielleicht von Anfang an eine ganz gute Idee gewesen. TSG Hoffenheim, Innenverteidigung, so wie Čačić. Komm her. Zack, so, ist jetzt egal. Wobei, was mache ich denn hier? Ich bin so ein Dulli, das ist ja unglaublich. Ich brauche einen Schweizer, ich brauche gar keinen Čačić. Juru, so, das reicht schon vollkommen. Meine Güte nochmal. So, jetzt brauchen wir einen zentralen Mittelfeldspieler. Spanien, Deutschland, würde passen. Bundesliga, Spanien, ja hier, Xabi Alonso, nee, Thiago. So, Thiago Alcantara. Zack. Dann nehmen wir jetzt hier einfach einen, warte mal, geht das denn doch vielleicht so? Nee, der war ja auch ein Strong, okay, alles klar. Dann müssen wir halt wieder einen spanischen Stürmer nehmen. Hilft ja alles nichts. Auch wenn es noch nervt, weil außer Liga Santander können wir keinen Spanier nehmen. Wir können einfach einen spanischen Zehner allgemein nehmen, heute erst einen Verein. Borja Valero, Hernandez, Vasquez, Hernandez, den hatten wir letztens vorerst. Bojan, Menschenskinder, Anderlecht für 3:1. Was habe ich gar nicht mitbekommen? Bojan. So, Stürmer. Ich dachte gerade, ich könnte einfach einen Stoke nehmen, geht aber. Das heißt, wir nehmen wieder einen Spanier. Spanien ist in den letzten Episoden einfach der Hammer, oder? In diesen Episoden hier andauernd taucht Spanien. Das ist unglaublich. Und wenn ich jetzt einen schnellen Stürmer hätte, ne, das wäre ein Traum. Aber haben sie natürlich noch wieder nicht, die Spanier. Die haben nur langsame und ne? Da wird die auf jeden Fall. So. Linkes Mittelfeld, jetzt brauchen wir noch ein... Das wird wieder No Dead Links hier. Ich sehe schon, komm, das kann doch schon wieder nicht funktionieren. Bundesliga-Linksverteidiger, der am besten noch ein Strong Link. Ich kenne die Bundesliga-Linksverteidiger auswendig. Ich brauche einen linken Mittelfeldspieler aus der... La Liga, weil die kenne ich nie auswendig. Da habe ich einen Verein, wo da irgendwas Interessantes. Kondeli, Cherichev, haben wir da was? Nee. Casilla Gonzalez, nee, haben wir auch nicht. Inui, nee. Cherichev, Russe, nee, auch nicht. Jetzt zwingend, so, habe ich nicht. Okay. Alles klar, also Dream Squad Spieler und dann nehmen wir dann. Ich habe gerade an Bernhard ernsthaft gedacht. So ein Vollpfosten bin ich. Das ist wirklich unglaublich. Casilla Gonzalez, BB, die haben echt keine geilen. Wobei doch BB können wir sogar nehmen. Ist eine Option. Oh. Wobei, warte mal ganz kurz, bevor wir das machen. Er ist Linksverteidiger. Gut. Zack. So, dann machen wir hier BB hin. Beziehungsweise gucken wir mal ganz kurz nach einem Flügelspieler, ob wir da einen Portugiesen haben, der besser ist. Selbstverständlich mit Nani. So, dann machen wir noch einen Torwart. Irgendeiner aus der Bundesliga. Und dann ist die Zeit vorbei. Aber das, ja, ist nicht so schlimm. Was für eine Episode. Am besten ist das Bild, das verpixelt. Das wäre ideal. Was haben wir denn hier im Verein noch? Machen wir noch irgendwas? Ist schon. Ist ja auch von allen Nationen auf der Welt, habe ich ausgerechnet nur einen Schweizer Keeper. Ja. Wahnsinn. Jahrstein, aber das sind Inform. Will ich nicht benutzen. Kastels. So. Nee, Radetzky finde ich nicht cooler. Oder? Ja, Radetzky. No links wasted, no dead links. Ich baue es mal eben fertig, eine Sekunde. So, und da sind wir wieder. Habe ich doch für BB entschieden, den ehemaligen Manchester United Talentspieler. Oder das Talent, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Nationen mal wieder. Und wie viele Ligen haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. 5 Nationen und 5 Ligen. Damit kann ich doch leben. Ich suche einen Gegner. Bis gleich. Gegner ist gefunden. Er hat, Ribéry, Robben, Gomez, Müller... Cicari, oh Gottes Willen, Alter. Alaba, Piszczek, Hummels, Boateng, so ziemlich die beste Defensive, die möglich ist. Das wird schwer. David, wie? Oh, nee, wenn das schon wieder so losgeht mit Keepern. Auch wenn Fährmann natürlich eine Attributkarte hat, aber das war letztes Spiel halt genauso. Oh, Süle tritt die Ecken, wie letztes Spiel. Alles gleich hier. Ich zeige euch übrigens, ohne Scheiß, ne, ich zeige euch mal das Endresultat oder die Statistiken bisher in der Liga. Da werdet ihr dann sehen, beides 1:1, wobei da sieht man die Tore nicht, also die Zeiten. Aber ihr könnt mir glauben, wenn ich das sage, dass das in der 90. Minute gefallen ist, wie ich es angekündigt habe. Oh, das war gut gespielt, aber Bojan kann ihn nicht im Tor unterbringen. Fährmann halt. Oh, Isco! Ach! 15 Minuten, 3 gute Chancen, so kann es weitergehen.
Ja. Ein bisschen zu überhastet abgeschlossen. Schade, das wäre schön gewesen. Also gerade spielt der Kollege sehr viel auf Ballbesitz, ohne wirklich das mit, was damit zu bezwecken. Oh, das war natürlich wieder ein dämliches Roulette. Also er hat gerade sehr viele Pässe hinten rumgespielt. Und einen Pass dann direkt nach vorne zu mir. Ich weiß nicht, ob er Ballbesitz haben möchte oder irgendwas. Aber ich komme gerade nicht vorne durch. Das ist ein bisschen sehr ärgerlich. Jetzt Chicharito. Grüße an Lukas. Oh, da ist BB. Wird nicht richtig angegriffen. Ah, der Abschluss aber... Ja, ich weiß nicht, irgendwie fehlt mir die Kreativität bei den Abschlüssen, beziehungsweise die Ruhe. Wirklich die Ruhe. Wenn ich nicht angegriffen werde, nehme ich das Spiel nicht so ernst. So, und dann denke ich mir, ja, ich mache ihn sowieso rein. Ist aber gar nicht so. Schlechter Pass, beziehungsweise schlecht gelaufen von Bebe. Alter, und dann so ein Schuss, von wem war der? Ich weiß es nicht. Normalerweise auf der Seite Franck Ribéry, aber ich glaube, der war es nicht. Ecke jetzt von Alaba. Geklärt, Bojan, so. Schön mit dem Berber-Spin. Szene kommentieren wir jetzt mal, weil das ist eine Konterchance theoretisch. Ach, das ist Isco, ups. Ich glaube, das wäre Bojan gewesen. Gegen Boateng, das war schlecht gemacht. Jetzt ist Bojan aber da. Schönes Zusammenspiel mit David Villa. Der hat übrigens 5-Star-Weak-Foot. Aber das können wir jetzt hier noch nicht richtig ausnutzen. Und das war wieder viel zu hektisch. Eigentlich habe ich auch gedacht, dass Pisscheck anders läuft. Macht's aber nicht besser. So, da ist jetzt Bojan. Wo sollte die Flanke bitte hin? In den Rückraum, da habe ich aber nicht hingedrückt, mein Freund. Und da ist jetzt Bebe. Und natürlich Fermer mit einem Weltklasse-Reflex. Ecke von Süle, habe ich keine Lust drauf. Holen wir mal Thiago ran. Mal sehen, was ich jetzt mit dem machen werde. Wahrscheinlich wieder nichts Produktives. Ja, das wollte ich auf jeden Fall so. Oh oh, Mario Gomez, klasse Parade, cha-cha, diddle-diddle-dip. Oh Gott. Das Ding ist, ich underestimate das hier auch, weil es gibt keine Verlängerung. Oh scheiße. Okay, es gibt keine Verlängerung. Das war bei den letzten beiden Spielen mein Problem, so nach dem Motto, so im Kopf. Ja, gibt sowieso im Notfall Verlängerung. Nee, ist nicht so. Ich muss in 90 Minuten gewinnen, wenn dann. Ach, das ist doch kein Freistoß. Und jetzt Isco, nach dem Pass von Süle. Zwei Berber-Spins, der zweite war aber kacke von mir wieder, weil er wieder falsch gestanden hat. Er hat nicht mal parallel gestanden zum 16er, was er eigentlich sollte. Vielleicht meine letzte Chance schon über Isco. Hier läuft wieder keiner richtig frei, muss er alleine machen. Und dann kommt der Pass nicht rechtzeitig. Och nö, und jetzt am besten noch einen Konter kassieren oder das 0-1 schlucken. Nicht, natürlich, nicht. Nicht, dass ich wieder ankündige, Gomez. Ich hätte es nicht sagen dürfen, oder? Doch. Letzte Aktion. Ich weiß es einfach und das ist ein Foul von Pisscheck und ich werde aus dem Freistoß nichts machen, weil ich kann diese Freistöße nicht. Das heißt, die dritte Episode 7 Minute Squads, das dritte Unentschieden hintereinander und das dritte Mal, dass ich einfach zu faul bin, beziehungsweise zu blöd, beziehungsweise zu arrogant in gewisser Weise auch, ein Tor zu schießen. Ich flank den jetzt dahin. Vielleicht wird daraus was. Der Ball kommt zu David Villa. Nicht zu weit nach hinten laufen. David Villa, jetzt in die Mitte passen. Da steht Thiago. Abgefälscht. Wäre auch zu geil gewesen, wäre das Ding jetzt in den Winkel geflogen. Spiel ist vorbei. Spiel ist vorbei. Anderlecht führt 4-1. Ja. Kacke. Naja, muss man mit leben. Wieder nur unentschieden. Kein Tor gemacht. Ich habe gesagt, die spanischen Stürmer, die liegen mir nicht. Daran liegt es, ohne Zweifel. Nein, war scheiße von mir gemacht. War zu arrogant gespielt. Gar keine Frage. Und sogar ausgeglichen im Endeffekt. Von daher, naja, was willst du machen? Ich hoffe trotzdem, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn wir die Hoffnung überhaupt sehen, weil kann ja auch durchaus sein, dass wir verpixelt ist. Checkt die Links in der Beschreibung und wir sehen uns bei der nächsten Episode wieder. Da mit besserer Stimmung, mit besserem Spiel und hoffentlich auch mit mehr Toren. Ja, macht's gut. Passt auf. Haut rein. Und ciao.